Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. In der Adventszeit essen wir nicht nur Weihnachtskuchen und Weihnachtstorten, sondern auch Kekse und Plätzchen. Wir backen heute Mandelsplitter. Ja, ihr habt richtig gehört, wir backen sie. Normalerweise werden die Mandeln ja nur mit der Schokolade verrührt, doch wir machen heute Mandelsplitter-Plätzchen draus. Das geht auch ganz schnell und wie, das zeige ich euch jetzt. Als erstes verrate ich euch die Zutaten, denn wir müssen gleich an den Herd. Wir brauchen 80 Gramm Butter, 100 Gramm gehobelte Mandeln, 150 Gramm gestiftelte Mandeln, 30 Gramm Zucker, 8 Gramm Vanillezucker, 50 Gramm Mehl, 30 Gramm flüssigen Honig und 20 Gramm Sahne. Wir geben erst einmal Butter, Sahne, Honig, Zucker und Vanillezucker in den Topf und schmelzen alles. Dann geben wir noch die Mandeln und das Mehl dazu und rühren so lange, bis sich alle Zutaten miteinander verbunden haben. Die Mandelmasse füllen wir in eine kalte Schüssel um, damit sie schneller abkühlen kann. Und jetzt heizen wir den Ofen auf 150 Grad Ober- und Unterhitze vor. Wenn die Masse etwas abgekühlt ist, wird sie auch richtig schön klebrig. Das ist der richtige Zeitpunkt, um dann die Plätzchen zu formen. Und am besten geht das mit 2 Löffeln. Und schon können die ersten Plätzchen in den Ofen. Die Mandelplätzchen sind fertig. Ich habe sie 10 Minuten im mittleren Einschub gebacken und 5 Minuten einen Einschub höher, damit sie noch etwas Farbe bekommen. Ihr solltet sie auf jeden Fall auf dem Backpapier abkühlen lassen, damit sie euch nicht kaputt gehen. Jetzt werden wir sie noch mit etwas Kuvertüre verzieren. Dazu könnt ihr sie komplett eintauchen oder ihr macht ein paar Streifen drüber oder wie ihr gerne möchtet. Ich werde jetzt die Kuvertüre hacken und mit etwas Kokosöl im Wasserbad schmelzen. Das sind unsere Mandelplätzchen. Sobald die Kuvertüre getrocknet ist, können wir sie auch schon servieren. Na, ging das nicht schnell? Das Rezept dazu findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!